Der FC Bayern und Bayer Leverkusen schlagen auf dem Transfermarkt zu. Und Hansi Flick trifft eine erste radikale Entscheidung beim FC Barcelona. Das und vieles mehr erfahrt ihr in unseren aktuellen Kick-News. Auch diesen Sommer wittern die Clubs aus Saudi-Arabien ihre Chancen bei zahlreichen Topstars aus Europa. Auch Kevin De Bruyne wird mal wieder heftig umworben. Der Belgier ist schon seit Monaten das Objekt der Begierde von zahlreichen Clubs aus Saudi-Arabien. Nachdem sich der erste Staub der abgelaufenen Premier League-Saison gelegt hat, ist das Interesse am Mittelfeldspieler von Manchester City riesengroß. Berater des Belgiers haben sich jetzt mit Vertretern von gleich 10 Saudi-Clubs getroffen. Fürchten müssen sich die Sky Blues aber nicht, denn De Bruyne selbst tendiert nach wie vor zu einem Verbleib. Großes Interesse an einem Wechsel in den Wüstenstaat hat der 32-Jährige ohnehin nicht. Geld spielt bei De Bruynes Zukunftsentscheidung keine große Rolle. Dass sein Verbleib bei City gleichzeitig auf eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags hindeutet, ist aber nicht der Fall. Der Nationalspieler will seinen Vertrag in Manchester erfüllen und dann im Anschluss in die MLS wechseln. Zuletzt hat der San Diego FC bei De Bruynes Umfeld angeklopft und ist damit offene Türen eingerannt. Ein Wechsel in die USA gilt als Wunschziel des Spielmachers. Aber natürlich werden die Sky Blues alles versuchen, ihre Vereinslegende auch über das kommende Jahr hinaus im Club zu halten. Schließlich geht er jetzt in seine 10. Saison beim Meister und ist nach wie vor einer der wichtigsten Spieler. Heute wird im Camp Nou eine neue Ära beginnen, wenn Hansi Flick das Zepter beim FC Barcelona übernimmt. Ihm zur Seite soll ein Co-Trainer gestellt werden, der als perfektes Bindeglied dient. 4 Namen hat Barca dafür auf der Liste, aber der Reihe nach. Auf eine allzu lange Schonfrist kann Flick bei seinem Barcelona-Abenteuer nicht hoffen. Nicht von den Fans und schon gar nicht vom launigen Präsidenten Joan Laporta. Der kniffligen Aufgabe für den deutschen Coach sind sich auch die Blaugrana selbstbewusst und fahnden deshalb nach dem perfekten Co-Trainer. Der Assistent soll als Bindeglied zwischen der von tiefen Traditionen geprägten Barca-Welt und Flick fungieren. Was läge da näher als ein Mann, der beide Welten komplett verinnerlicht hat? Wie die AS berichtet, hat Barcelona Thiago kontaktiert, um nachzuhorchen, wie er seine Zukunft plant. Flick und Thiago kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern. Das Duo hat unter anderem gemeinsam die Champions League gewonnen. Gleichzeitig ist der 33-Jährige aber auch ein La Masia-Produkt und würde daher wie kein zweiter beide Welten verbinden. Allerdings ist unklar, ob der Routinier für diesen Job verfügbar ist. Schließlich müsste er für die Arbeit seine aktive Karriere beenden. Bleibt also erst einmal abzuwarten, ob der verletzungsanfällige Mittelfeldspieler dafür schon bereit ist. Flick würde es jedenfalls freuen. Barca hat aber noch weitere Ideen. Javi Martinez lässt gerade in Katar seine Karriere ausklingen. Der 35-Jährige hat zwar keine Barca-Vergangenheit, stand dafür aber 9 Jahre lang in München unter Vertrag und gewann 2020 unter Flick den Henkelpott. Marc Bartra könnte in diesem Sommer bei Betis Sevilla die Schuhe an den Nagel hängen. Der 33-Jährige lief zwar nie in München auf, stammt aber ebenfalls aus La Masia und hat Deutschland als Profi bei Borussia Dortmund kennengelernt. Als vierte Alternative bringt die AS Ivan Rakitic ins Spiel. Der hat 6 Jahre für Barca und auch in der Bundesliga für Schalke gekickt. Aktuell spielt der 36-Jährige beim saudi-arabischen Club Al-Shabab. Prominente Namen, die sich Barca da auf die Shortlist gesetzt hat. Ganz offensichtlich bereitet man in Barcelona alles für die Ankunft von Flick vor. Und auch der ehemalige Bundestrainer hat schon eine erste Entscheidung getroffen. Und die hat es in sich. Wie die Sport berichtet, hat Flick keine Verwendung für die 2 Leihspieler Joao Felix und Joao Cancelo. Während bei Felix zuletzt erwartet wurde, dass er nicht fest verpflichtet wird, war man bei Cancelo vom Gegenteiligen ausgegangen. Flick soll jetzt aber kommuniziert haben, dass er große Bedenken aufgrund von Cancelos Defensivschwächen hat. Dies sieht der Trainer als einer der größten Kaderbaustellen. Entsprechend ist es doch sehr fraglich, dass Barca Cancelo fest verpflichtet, auch wenn das unter Xavi noch der Plan war. Felix würde eigentlich gerne in Katalonien bleiben. Barca ist sein Traumverein. Flick scheint aber kein großer Fan des Technikers zu sein. Er will lieber einen klassischen Flügelspieler für die linke Seite verpflichten. Bislang war Felix oft als linker Halbraumzehner aufgelaufen. Starberater Josh Mendes ist schon auf der Suche nach anderen Abnehmern für seinen Klienten. Es bleibt jetzt abzuwarten, was Barca für alternative Lösungen für die beiden Joaos findet. Eins ist aber jetzt schon klar. Flick verliert keine Zeit, um den Kader nach seinen Wünschen umzustrukturieren. Und dafür macht er auch vor großen Namen keinen Halt. Auch einen anderen alten Bekannten würde Flick gerne in Barcelona begrüßen. Und zwar Joshua Kimmich. Die Zukunft des 29-Jährigen ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers beim FC Bayern läuft 2025 aus.
Entsprechend muss in diesem Sommer geklärt werden, ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird oder ob der Rekordmeister Kimmich lieber zu Geld macht. Erster Ansprechpartner bleiben die Bayern. Aber auch Barca ist dran. Es laufen intensive Gespräche zwischen den Blaugrana und dem 29-Jährigen. Auch ein erstes Angebot hat den Nationalspieler jetzt erreicht. Die vorgelegten Zahlen entsprechen aber bei weitem nicht dem, was sich Kimmich vorstellt. In Sachen Gehalt liegen beide Seiten also noch weit auseinander. Gleichzeitig bleibt in diesem Sommer noch viel Zeit, um sich anzunähern. Zuerst einmal hat Kimmich Barca aber einen Korb gegeben. Klar ist, Barcas Interesse an Kimmich ist durch den bevorstehenden Trainerwechsel zu Flick ungebrochen. Und in Barcelona winkt Kimmich eher seine präferierte Rolle im zentralen Mittelfeld. Finanziell müssten sich die Katalanen aber sehr strecken. Wohin Kimmichs Reise am Ende gehen wird, ist aktuell aber noch nicht absehbar. Auch ein Verbleib in München ist gut möglich. Antonio Conte steht vor einem Engagement bei der SSC Neapel. Wie in Italien berichtet wird, steht Napoli kurz vor der Verpflichtung des aktuell vereinslosen Coaches. In den letzten Tagen hat es engen Kontakt zwischen beiden Seiten gegeben. Mittlerweile steht eine Einigung kurz bevor. Neapel bietet dem 54-Jährigen einen Dreijahresvertrag mit einem Nettogehalt von 6,5 bis 7 Millionen Euro plus weiterer Boni. Die SSC hatte die Bemühungen um Conte noch einmal intensiviert, nachdem bekannt wurde, dass Gianpiero Gasperini sich entschlossen hatte, seinen Vertrag bei Atalanta Bergamo zu verlängern. Somit blieb Conte als favorisierte Option verfügbar. Die Bekanntgabe wird wohl in Kürze erfolgen. Conte folgt auf Interimstrainer Francesco Calzona. Nach einer desolaten Saison mit Platz 10 soll Conte die Gliazzurri zurück in die Erfolgsspur führen. Neben einer eher enttäuschenden Bundesliga-Saison eint den FC Bayern und Borussia Dortmund vor allem eines. Beide wollen in den kommenden Jahren wieder vermehrt auf junge Spieler setzen. Jetzt streiten sich beide Clubs um ein italienisches Top-Talent. Die Spitzenclubs haben ebenso wie die AS Monaco großzügige Angebote für Samuele Inacio von Atalanta Bergamo abgegeben. Der 16-Jährige ist meist als hängende Spitze aktiv und kickt in der U17 der Lombarden. Inacio hat in dieser Saison 6 Treffer in 14 Spielen geschossen. Für die italienische U16-Nationalmannschaft hat der Stürmer in 5 Partien 2-mal geknipst. Die Italiener fordern eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich. Für Bayern und den BVB locker zu stemmen. Eine Transferentscheidung wird in den kommenden Tagen fallen. Es wird erwartet, dass der Offensivspieler erst in den Jugendmannschaften der Clubs Fuß fassen und dann langsam an die Profimannschaft herangeführt werden soll. Inacio ist ein dribbelstarker Rechtsfuß, der neben einem guten Abschluss auch mit seiner Übersicht glänzt. Inacio kann 1-gegen-1-Situationen häufig für sich entscheiden. Ein spannender Spieler also. Das denken sich auch Dortmund und die Bayern. Kurz nach dem Gewinn des DFB-Pokals hat Bayer Leverkusen den ersten Sommertransfer an der Angel. Bayer steht kurz vor der Verpflichtung von Aleix Garcia vom FC Girona. Wie Sky berichtet, hat sich der Double-Sieger mit dem Spieler über einen langfristigen Vertrag geeinigt. Die Verhandlungen mit dem Tabellendritten laufen noch, stehen aber kurz vor dem Abschluss. Eine Ablösesumme im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro steht im Raum. Wie David. Der Spanier ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und ist eine ballsichere Passmaschine, die sich mit ihrer guten Übersicht und Technik stets aus gegnerischem Pressing lösen kann. Bei Girona war Garcia das Metronom im Mittelfeld und hat das Überraschungsteam mit seinem guten Spielaufbau 3 Toren und 6 Vorlagen zur Champions-League-Qualifikation geführt. Bei Bayer wäre Garcia künftig die Alternative zum bislang nicht ersetzbaren Granit Xhaka. Der Schweizer hat zum Saisonende hin ein wenig überspielt gewirkt. Sollte Garcia kommen, könnte Xabi Alonso Xhaka künftig dringend benötigte Erholungsphasen gönnen. Bei Garcia allein soll es aber nicht bleiben. Bayer hat auch andere Neuzugänge im Blick. Crescencio Somerville ist ein konkretes Transferziel der Werkself. Der Flügelspieler hat mit seiner Mannschaft Leeds United den direkten Wiederaufstieg in die Premier League verpasst. Am Sonntagnachmittag haben die Peacocks das Playoff-Finale um den Aufstieg gegen den FC Southampton mit 0:1 verloren. Der Misserfolg des englischen Clubs könnte aber positive Folgen für Bayer haben. Der deutsche Meister beobachtet Somerville seit geraumer Zeit. Dieser hat mit 19 Toren und 9 Vorlagen in 43 Spielen eine Top-Saison gespielt. Der niederländische U-Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2026, wird aber nach dem verpassten Aufstieg kaum zu halten sein. Mit seinem Interesse an Somerville ist Leverkusen allerdings nicht allein. Auch der FC Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur und Atletico Madrid haben den Flügelflitzer allesamt auf dem Zettel. Und auch Maximilian Bayer ist ein heißer Kandidat auf einen Wechsel nach Leverkusen. Und die Werkself hat Stand jetzt richtig gute Chancen auf den Zuschlag. Und das, obwohl auch zahlungskräftige Vereine aus der Premier League Interesse zeigen. So ist auch der FC Liverpool am schnellen Rechtsfuß dran. Aber auch in der Bundesliga ist Leverkusen nicht allein. Bayern und der BVB werfen ebenfalls ihren Hut in den Ring.
Aufgrund seiner Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro rechnet bei Hoffenheim eigentlich niemand mehr damit, dass Bayer über den Sommer hinaus bleiben wird. Stand jetzt ist Leverkusen bei Bayer in der Pole Position. Abzuwarten bleibt, ob Nagelsmann den Youngster am 7. Juni ins finale Aufgebot beruft. Sollte das der Fall sein, könnte sich der Poker doch noch einige Zeit ziehen. Denn die EM ist eine der größtmöglichen Bühnen. Und Bayer wäre nicht der Erste, der das Rampenlicht nutzen kann, um weitere Bewerber auf den Plan zu rufen. Aber mal ehrlich, Bayer zu Bayer, das passt schon, oder? Und auch der FC Bayern schlägt auf dem Transfermarkt zu. Asanui Draogo hat sich jetzt für einen Transfer zum Rekordmeister entschieden. Die Münchner stehen unmittelbar vor der Finalisierung dieses Deals. Für die Königsblauen ist das Mittelfeldtalent auch aufgrund einer überschaubaren Ausstiegsklausel nicht zu halten. Das war schon länger klar. Immerhin waren Vereine wie der AC Mailand, RB Leipzig oder auch Eintracht Frankfurt am Mittelfeldspieler dran. Das Rennen um den begehrten Youngster machen aber die Bayern. Nur noch die Unterschrift steht aus, ansonsten ist alles klar. Die Münchner machen von besagter Ausstiegsklausel Gebrauch. Inklusive möglicher Boni soll die Ablösesumme auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen. Weite Strecken der abgelaufenen Saison hat der deutsche U-Nationalspieler verletzungsbedingt verpasst. In Liga 2 stehen dennoch 17 Partien und 5 Scorerpunkte zu Buche. Kein schlechter Wert für einen 17-jährigen Teenager. Uedraogo bleibt aber vorläufig noch auf Schalke. Der Rechtsfuß wird zunächst noch eine Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten untergebracht. Im Unterhaus kann Uedraogo also noch in Ruhe reifen, bevor er dann 2025 zu den Bayern kommt. Jürgen Klopp ist beim FC Liverpool Geschichte. Mit dem deutschen Trainer tritt einer der größten seiner Zunft ab. Und jetzt sieht alles danach aus, als würde bald der nächste ganz große Trainer aus England aufhören. Nach Informationen der Daily Mail wird Pep Guardiola seinen bis 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern. Entsprechend endet die Zusammenarbeit in rund einem Jahr und Guardiola geht in seine letzte Saison für die Sky Blues. Und das, obwohl die Clubverantwortlichen alles dafür getan haben, Guardiola doch nochmal von einem längeren Verbleib zu überzeugen. Der Katalane selbst hatte im Zuge der Meisterfeier schon durchblicken lassen, die Realität ist, dass ich näher dran bin zu gehen, als zu bleiben. Seit 2016 ist Guardiola für das englische Schwergewicht verantwortlich. Er hat neben dem lang ersehnten Champions-League-Titel auch 6 Meisterschaften abgeräumt. Zuletzt 4-mal in Folge. Ob sich der frühere Bayern- und Barca-Coach 2025 einer neuen Herausforderung widmet oder genauso wie Klopp ein Sabbatjahr einlegt, ist noch völlig offen. Und gleich weiter zur Frage des Tages. Bayern und Bayer rüsten sich beide für die nächste Saison. Wer hat für euch den besseren Kader und ist Stand jetzt Favorit auf den Meistertitel im nächsten Jahr? Schreibt es unten in die Kommentare. So, meine Freunde, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende überlebt und seid gut in den Montag gestartet. Checkt mal unser Wunschelf-Video vom Wochenende ab. Bevor ihr weiterzieht, lasst noch ein Like und ein Abo da. Macht's gut, Leute, und bleibt stabil.